Habt ihr gewusst, dass der Kalle jahrelang eingesperrt war? Wer ist denn das? Der Kalle. Der Knecht von Dr. Jansens, der immer so blöd schaut. Schaust du ja selber blöd. Aber nicht so blöd wie dir. Eingesperrt, warum? Wenn er im Gefängnis war, hat er seine Strafe abgesessen. Passt da. Außerdem musst du das nicht so sensationslüstern rumerzählen. Ja, wenn er doch ein minderjähriges Mädel vergewaltigt hat. Der ist lüstern, nicht ich. Woher weißt du das so haargenau? Vergewaltigt? Hoffentlich kommt er nicht zu mir. Oma. Was ist denn vergewaltigen, Papa? Sebastian, Vergewaltigung liegt vor, wenn... Wenn dir ein Verbrechen unter den Rug langt, dann musst du laut blären und davor laufen und Ot sagen. Gott sei Dank kann Burma keine Rogo, sondern Hosen. Schluss. Das ist ein Thema beim Mittagessen. Und solche Verbrecher werden auf die Menschheit losgelassen. Auf Frauen und Kinder. Ruhe ist da. Wo sie eigentlich recht haben. Der wollt bestimmt nach Afrika zurück. Das liegt da drunten. Also kehrt, marsch, auf geht's. Work, Doktor. Friends are me. We need to come. 8 months. Want? Adjuae. Adjuae. Auf meinem Grund und Boden habt ihr nichts zum Suchen. Verstanden? Wenn ich einen erwischt, dann reicht das ja, das ja. Heidi zu Tosti. Gib's auf, Moser. Nach den neuen Bodenanalysen. Kann ich mit Phosphor und Kali langsamer treten. Und das glaubst du? Für was hast du mich? Zum Liefern, also schreib auf. 14 Tonnen Volldinger, 4 Paletten Blattdinger gegen Unkraut, dasselbe wie letztes Jahr. Und an Kraftfutter bringst du mir die Monatsration. Soll ich die diesmal mehr nehmen? Wird nächstes Jahr erheblich teurer. Das hast du voriges Jahr auch gesagt. Und? Habe ich nicht recht gehabt? Das Leben ist hart, Moser. Für Mehltau brauchst du nichts. Das sage ich dir, wenn er da ist. Auf Verdacht spritze ich nicht mehr. Hat dir das der Dr. Jansens eingetrichtert? Da wirst du nicht langsam grün werden, nur weil der sicher nah macht. Kürzlich habe ich ihn gefragt, ob er ein bisschen Mineraldinger möchte. Nicht ein einziges Gramm hat er bestellt. Der Paul, wo wären wir denn heute ohne Kunstdünger? Am Ende? Herr Schorsch, gib halt auch einmal den Senf dazu. Jetzt hat der Paul die Sorgen. Und irgendwann der Bierdoktor. Soll er glücklich werden mit seiner Philosophie? Ich hab euch gewarnt vor dem Schwerl. Lassen wir einen. Herbert, endlich auf mit dem Affentheater. Ist unser Nachbar aus, Epp für Armen. Da tut sich auch was weiter, liebe Gott. Dann macht's fertig. Ganz langsam. Hab ich jeden Tag ein bisschen. Salamitaktik nennt man sowas. Ich möchte jetzt schlafen. Wenn's ganz bei dem Krach schlaf, ruhig schlaf. Mach das Fenster zu, da hörst kaum was. Bitte. Dann erstickt man wegen dir. Ah, die vergeht der Humor schon noch. Wer sie nicht wehrt, ist reif am Friedhof. Die Melodie kenne. Immer schaust du dieselben Filme an. Du bist aber denselben Schmarrn. Wenn ich schon nirgendwo hinkomme, möchte ich wenigstens wissen, was in der Welt los ist. Der Preis fürs Rindfleisch ist gefallen. Das ist los. Grüß Gott, Alter. Fundi, das noch auf Salz.
auf, schon, aber nicht mehr für einen Besuch, Herr Gerücht. Geh, das macht doch nichts, Elvira. Das ist der Schwegel, mein neuer Partner aus München. Nein. Seine Gattin, die Tamara. Und das ist seine rechte Hand, der Django. Elvira, gib schon ein bisschen was aus und bring was zu trinken. Stimmung! Wir haben eine Masse zu feiern. Komm, Elvira, geh mal in den Keller und hol mir einen Wein. Bruderherz, was trinkst du? Nix. Ich geh schlafen. Das war schon immer dein Fehler. Wenn's interessant wird, dann gehst du ins Bett. Dabei kannst du jetzt ins Nachtclubgeschäft einsteigen mit einer Viertelmillion. Die Rendite wird notariell garantiert. Du kannst mir eine Viertelmillion mal notariell am Buckel rutschen. Hast du grundsätzlich was gegen leicht verdientes Geld? Wir öffnen schon bald, Herr Schantl. Ist schon der Name von dem Lokal unsympathisch. Ja, wieso denn? Warum denn? Ja, Saustelle ist doch wirklich ein schöner Name. Oder haben Sie ein bisschen? Das ist eine Beleidigung für die Viecher. Genau. Ist das nicht wunderschön? Hauptsache, ich halte es aus. Keine Borkenkäfer? Nein, ich stehe vorhin auf. Sie und Ihre Chemie. Und? Wissen Sie einen anderen Ausweg, den der Bauernstand wirtschaftlich überlebt? Der Ihrige ist jedenfalls nicht. Was halten Sie von Fangbäumen? Jetzt enttäuschen Sie mich aber, Herr Doktor. Ein Fangbaum muss gesund sein. Und ich opfere nicht gerne einen gesunden Baum. Außerdem sind die Fallen rein biologisch. Haben Sie es nicht gelernt beim Studieren? Ja, Forstwirtschaft war nicht gerade mein Fachgebiet. Mensch, schon! Ich muss fahren! Die Arbeit erledigt sich nicht von allein. Die Ihrige nicht und die meinige auch nicht. Wenigstens haben wir das gemeinsam. Vielleicht haben wir mehr gemeinsam, als Sie denken, Herr Schantl. Wird Flaschen 6 verlangen, ist der Herrin 98 Mark. Supermarkt zahlen 7 Mark 45 für dieselbe. Darf ich bitten? Weißt du, was dagegen? Überhaupt nicht. Eins müsst ihr zugeben. Die Prominenz ist vollständig da. Habt ihr sie anders gesehen? Nur Luxuslimousinen. Nur Luxuslimousinen. Parkt mindestens ein paar Millionen vor der Tür draußen. Kein Wunder, dass der Champagner in den Strömen fließt. Josh, du hast dich an einer Golfgrube beteiligt. Gratuliere. Los. Entschuldigung, Herr Schwegel. Paul, willst du nicht hinschauen? Wenn sowas der Großvater erlebt hat, Weiber, die sich nackert ausziehen und diese brasilianische Negermusik und alles sauteuer und das auf unseren Grund und Boden. Jetzt denkt doch nicht immer an die Arbeit, sondern auch ans Vergnügen. Der Lukas macht's richtig, der ist voll im Trend. Den Grund, auf dem wir sind, bewirtschaftet unsere Familie schon seit 6 Generationen. Und zwar so, dass sie sich noch keinen Tag genieren hat müssen. Das ist der Punkt, Moser. George, hör nicht auf den Grantl rüber. Schau zu Amanda. Was ist denn los? Jetzt verpasst wirklich zusammen. Wir gehen. Haut sie vielleicht schon ab? Hätten wir erst gar nicht kommen sollen. Paul, das kannst du nicht machen. Ich bin von den nackten Tatsachen noch nie davon geredet. Entmündigen sollte man ihn. Wegen erwiesener Hirnrissigkeit in einem besonders schweren Fall steigt er deshalb bei mir aus dem Nachtclubgeschäft aus. Sie fix. 60.000. Entmündigen, sage ich. Jawohl. Gleich morgen früh wird das beantragt. Der kommt ins Heim und fertig. 60.000. Sag selber, Franzi. Normal ist das nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Sie spinnt. Herz ist Trumpf, du Kartoffel.
Trotzdem wird er entmündigt. Schau halt nach, was drin ist. Das Geld fürs Moped? Was sagst du jetzt? Was soll ich denn dann schulden? Nur dazu im Grundkurs. Und das ohne Moped. Ja, den frech, Claudia. Ja, wenn er so knickert ist gegen uns. Am Gang, unter der Treppen. Gingen die schon in die Mitten? Ihr fahrt euch, am Moped! Was? Fahren wir heuer nicht mit dem Auto in die Kirche? Fahrt doch der Klaut mit dem Traktor in die Kirche. Ärger, der Stress.